und schön, dass ihr dabei seid in meiner Upcycling-Bastelstube. Besondere Deko, schöne Deko zum Hängen oder zum Stehen. Wie man das machen möchte, so kann man es Upcycling machen. Mit Upcycling-Pappe, Geschenkpapier, Servietten, Farbe, Kleister, Wolle. Und. Man kann so viel verwenden aus dem Haushalt. Und wie einfach und simpel das geht, das möchte ich euch ganz gerne zeigen. Und noch viel mehr Passendes dazu findest du immer am besten auf meiner Startseite. Kreativ-reich, die Kekerplauderei. Da ist oben eine kleine Leiste, da steht Playlist. Anklicken und dann sieht man zum Beispiel die Winterweihnachtswerkstatt. Häkeln, Stricken, Basteln, Basteln für und mit Kindern. Mittelaltersachen, Edelrost. Meine Paste dazu, die ich selber entwickelt habe, die so einfach und simpel ist und so günstig. Betonwächter, Deko für draußen und für drinnen, beleuchtete Deko, Haus- und Gartenterrasse, Minigärten, selber Pflanzen ziehen, Tomaten ziehen und. Krippenfiguren, Erzählfiguren, Marionetten, Harry Potter, die Eule Hedwig. Lampen, Chevy-Schick-Möbel und Upcycling, Upcycling, Upcycling. Denn das ist mir besonders wichtig. Ich habe selber 5 Kinder, Geldbeutel ist klein. Und man will da trotzdem was Besonderes und Tolles haben. Und es muss nicht viel kosten. Das geht so. Und wie das geht, das zeige ich dir Schritt für Schritt. Einfach gehalten. Für und mit Kindern auch immer toll. Oder zum Beispiel für einen Bazar. Im Kindergarten, Grundschule, weiterführenden Schulen und. Das ist jetzt eine Idee für einen Adventszauber in der Grundschule und als Wichtelgeschenk, weil man kann dahinter ganz einfach eine Chipsdose nehmen, die auch bekleben wie jetzt da den Baum und dahinter kleben, dann hat man auch gleich einen Standfuß, hat ein Weihnachtsbäumchen und eine Verpackung für ein Wichtelgeschenk, Adventskalender und. Alles meine Ideen für euch, für dich. So, genug geredet, wir fangen an. Weihnachtsdeko, Weihnachtsbäume zum Hängen und zum Stellen. Zum Beispiel einpieksen in einen Blumenstock oder ein anderes Material. Ganz einfach und easy gebastelt in Upcycling und mehr. So, als erstes kommt natürlich die Schablone dran. Ich habe hier gerade mal eine aufgezeichnet, sieht man aber noch eine doppelte Linie. Und die mache ich mir wirklich alle selber. Am besten, du nimmst eine Verpackung und malst dir deine Größe auf. Am einfachsten geht es, wenn du die erstmal in der Mitte faltest, dass du den Mittelpunkt hast und dann vom Mittelpunkt ausgehend, vielleicht vom Lineal oder mit einer zweiten Pappe einfach schräg dran legst. Dann hast du schon mal den ersten Strich, dann auf der anderen Seite den gleichen. Dann kannst du das hier unten gerade abschließen, wenn es ein Hängebaum werden soll. Und dann kannst du auch die Größe variieren. Ne? Eine Schablone und mehrere Größen. Vielleicht nur oben her die Spitze, größer oder unten angedeutet mit dem Stamm und dass er so ein bisschen schräg ausläuft. Das ist jetzt wirklich die Vorlage und dann brauchst du eine ganz schwere feste Pappe, eine Verpackungspappe und dann geht es auch weiter.
jetzt dann ausgeschnitten habe, ob jetzt da mit Stamm oder ohne. Das zum Beispiel ist jetzt eine Verpackung vom Spielzeug. Ihr kennt doch da, wo die Einzelteile für ein Auto oder so drauf gemacht sind. Und da ist die Rückwand ganz, ganz toll. So, wenn es mit Stamm ist und ihr wollt es wirklich zum Stehen bringen, braucht man dann noch irgendwas, um es einfügen zu können in ein Holz oder zum Betonieren zum Beispiel. Das geht auch. Und dann klebt man die unten fest, bevor man das Grundgerüst, den Baum, dann dekoriert, den Hintergrund schön macht, denn wir wollen ja nicht so eine Pappe haben. Wenn das zu dünn ist, wenn du gar nicht so eine dicke Pappe hast, dann kannst du auch zwei dann aufeinander kleben. Dann klebst du erst die hinein und dann das zweite noch drauf. Und dann hast du da gar keine Probleme mit. So, noch ein Tipp von mir. Wenn ihr das erste Dreieck ausgeschnitten habt und es ist wirklich nicht fest genug, dann nehmt doch die zwei Teile, die übrig geblieben sind, von rechts und von links. Und dann könnt ihr die zur Verstärkung auch nochmal draufkleben, wenn ihr das wirklich gut bezieht mit Filz, mit Geschenkpapier, mit Farbe und. Und dann habt ihr da wirklich schon eine Verstärkung. Und braucht nicht nochmal eine Pappe anfangen. Ne? Passt ja wunderbar drauf. Und den Knick hier in der Mitte würde man nicht sehen, weil es hat ja die Größe und wir beziehen es ja dann noch in dem Sinne, bekleben es, gestalten es. Man kann die Weihnachtsbäumchen ganz, ganz toll mit Geschenkpapier verzieren, aber auch mit Tapetenkleister, mit Serviettentechnik, dann wirklich ein Tapetenkleister gut drüber hingewischt mit einem Pinsel oder einem Schwämmchen. Servietten aufgelegt, am besten nur die farbigen. Wenn es aber wie hier so ein grüner Untergrund ist, dann lässt man die zusammen, die drei oder drei Lagen, die Servietten manchmal haben. Legt die drauf. Tupft die mit einem Pinsel, wo auch noch Kleister dran ist, schön fest, lässt es trocknen und dann schneidet man es aus. So, hier habe ich jetzt Geschenkpapier, ein ganz tolles. Und ich klebe auch erst die Vorlage auf, suche mir eine schöne Ecke aus, klebe die auf und schneide es dann aus. Geht viel einfacher, man hat wesentlich weniger Verschnitt, man braucht keine Schablone machen, gar nichts. Das hält so am besten. Geht am schnellsten. Und dann ein Bastelkleber oder ein Heißkleber. Kommt immer drauf an, wer es macht. Nur kleine Kinder aufpassen. Muss schnell gehen, sonst trocknet er wieder an. So, Patrone leer. Ja gut, ich habe den kleinen heute, weil es gibt noch filigrane Sachen zum Aufkleben. Und ja, Vorführeffekt, was sonst? Jetzt rollert es. Na. Auf die Kante. Aufgedrückt, gewartet. Ausgeschnitten, fertig. Rückseite auch noch. Und dann kommen wir zum Gestalten. Und sieht das nicht so schon toll aus? Man kann auch jedes Bastelpapier nehmen, was man hat. Und ich guck mal, vielleicht passt jetzt sogar noch mein kleiner drauf. Ja, der passt auch noch drauf. Je weniger Verschnitt, desto schöner ist es ja. Und dann geht's weiter. Wenn einem die Kanten nicht so toll gefallen, dann hat man vielleicht noch einen Überstand. Dann macht man einfach hier Kleber hin und drückt das hoch und macht dann die zweite Seite drauf. Oder die zweite Seite verdeckt das dann. Ne? Wenn die eine fertig ist, kann man das mit der zweiten dann machen. Wie es einem am liebsten ist.
So, nun wir dekorieren. Man kann natürlich ganz easy was draufkleben. Am einfachsten vielleicht Kügelchen oder kleine Zapfen, Eisschnee, Sterne. Kann man auch selber machen. Da ist man am schnellsten fertig. Gibt Weiß und Silber machen. Die Zapfen habe ich euch auch schon gezeigt, wie man die in Eis und Schnee machen kann. Ästchen draufkleben, Engelchen draufkleben. Da gibt es genug in meinem Kanal. Wenn man selber Deko ausschneiden möchte, ist es am einfachsten. Man nimmt sich Plätzchenform, wenn ihr welche habt. Oder vorhandene Sterne. Die kann als Schablon genutzt werden. Wenn, nur mal als Beispiel, ein schönes Papier, du legst den Stern drauf und drückst richtig feste, brauchst du es nicht anzeichnen, das sieht man dann kann man es gleich ausschneiden. Am Markt gibt es natürlich auch ganz, ganz, ganz viele verschiedene Papiere. Hologramm, bunte Papiere. Das ist auch mal was, wenn man einen farbigen Baum gemacht hat. Oder für Weihnachten halt. Keine Werbung selber gekauft, auch wenn man jetzt gesehen hat, wo es herkam. Und das mache ich dann so am liebsten einfach mit dem Förmchen von dem Plätzchen. Oder ich nehme vorhandenen Stern, lege den drauf. Gleich nur ein Cutter drumherum mit einer Unterlage für einen Cutter, da geht ein Holzbrettchen oder ihr habt vielleicht eine richtige Unterlage. Ja. Dann lassen wir es glitzern und funkeln und. Und dann schneidet ihr euch jetzt aus, was ihr am schönsten findet. Ich finde dann immer gut verschiedene Größen und die werden ausgeschnitten. Und dann hat man seine Deko. Gewickelt sieht das ganze Teil auch super aus. Wenn man viel Wolle hat, braucht man noch gar nicht mal einen Untergrund machen. Wenn da eine weiße Pappe ist oder eine silberne, dann kann man gleich wickeln. Und da habe ich mal verschiedene Garne mit Glitzer, ohne Glitzer, Bransenwolle. Die sind so, es sieht so ein bisschen aus wie Eis. In dunkel, in hell und richtige Fellwolle. Am einfachsten geht's. Man kann es einfach so drumherum herumwickeln. Für Kinder ist es ein bisschen schwieriger. Wenn man sich auf der Seite ganz vorsichtig hier und da mal einzwickt, kann man es eher reinmachen. Braucht gar nicht so regelmäßig sein. Bloß nicht zu tief. Das sieht dann nicht schön aus. Das kann man auf einer Seite machen, auf der anderen rutscht es nicht unbedingt. Oder man kann aber auch auf beiden Seiten das machen. Ja, vorsichtig. Geht am besten mit einer Küchenschere. Ich habe mir jetzt hier gerade mal die Blechschere genommen. Aber Küchenschere geht auch super. Sogar eine ganz scharfe Nagelschere. Die so zwickt. Oder eine Nagelzange. Manikürzange geht toll. So, und dann nimmt man einfach die Wolle. Egal, wo man anfängt, ob oben oder unten, klebt man sich fest oder zwickt man so rein. Bisschen länger lassen auf der Rückseite, dann kann man es verknoten. So, und dann wickelt man das unregelmäßig ein. Ja, als so drüber hin, auch mal quer oder ganz regelmäßig, wie es einem am besten gefällt. Das kann man ruhig ein bisschen wilder machen. Und das lieben Kinder. Aber ich finde die Deko auch sehr, sehr schön, weil es mal was ganz anderes ist. Wie gesagt, meine Idee mit jetzt der Fellwolle.
glaube, die Bäumchen gibt es schon öfters, aber so mache ich sie schon viele Jahre. Ist jetzt auch kein neues Ding, bloß ich kann ja nicht jedes Jahr alles Mögliche zeigen. Ich habe ja so schon genug Videos drin. Und dann wird gewickelt. Und dann kann man noch Sterne, Schneeflocken, alles Mögliche aufkleben. Und hat eine wunderschöne Deko. Und dann sage ich hiermit tschüss. Toll, dass du, dass ihr da wart, mitgebastelt habt. Vielleicht habt ihr euch wirklich anregen lassen für selber machen. Einfach gemacht. Alles Liebe und bis wieder mal. Schön gesund bleiben und gesund werden. Eure, deine Kerstin. Tschüss.